Dokubil. Der ernste Blick zum Missgeschick. Ausrutscher Nummer 1, die dritte Frühjahrsrunde. 0:1 beim GRK. Ausrutscher Nummer 2, das 0:3 bei Angstgegner Ried. 6 verlorene Punkte gegen 2 Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Haben wir ein bisschen in der Zeit, wo wir nicht so gut gespielt haben, das Selbstvertrauen verloren. Ich vergleiche grundsätzlich die Situation von Rapid momentan, natürlich unter der Berücksichtigung österreichischer Verhältnisse, mit der von Bayern München vor 2-3 Wochen. Die waren auch schwerstens angeschlagen, schwerstens in der Krise und haben sich dann eigentlich selbst bei den Haaren aus der Krise gezogen. Admira als Rapids Krisentherapie. In den letzten 3 Spielen 12 Rapid-Treffer gegen die Südstädter. Je 6 gegen Knaller und gegen Gruber. Das ist meine Vergangenheit, das ist ein Faktum, hat mit mir direkt auch nichts zu tun. Und ich glaube, dass die ganze Mannschaft im Moment wirklich weiß, worum es geht. Ja, warum geht es eigentlich bei Admira Wacker? Eigentlich für uns ist jedes Spiel ein sehr schweres Spiel, auch wenn man so will, ein Krisenspiel, weil wir müssen den Abstiegskampf bewältigen und da zählt für uns jeder Punkt. Jeder Punkt zählt aber auch für Rapid, wenn auch in einer anderen Bedeutung. Eben so wie die Tabellensituation ist, so wichtig ist das Spiel. Also, wir sollten 3 Punkte machen. Wir wissen, wie schwer das ist. Und es ist halt zwar nicht gegen einen unmittelbaren Konkurrenten, so wie es eben gegen Salzburg war, wo wir 3 Punkte hinten waren, sondern es ist gegen Admira, aber wir dürfen da auch keine Punkte lassen. Sonst besteht natürlich die Gefahr, dass uns die Salzburger schon, was in 10 Runden Verschluss davonlaufen. Bei Admira sind bei einem im Moment weder Punkte noch Tore im Mittelpunkt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Abstand gewonnen und es ist halt so, dass die Ärzte also super Arbeit geleistet haben und mich wieder so halbwegs hingekriegt haben. Sein Problem, die mentale Verarbeitung des Unfalls. Ja, das wird die Frage sein, also wie man das also vom psychischen Weg steckt. Aber das muss man immer mal in so gewissen Situationen einmal auf sich zukommen lassen. Ein Spiel also, in dem für beide Teams Verlieren absolut verboten ist. Denn der SCN Admira Wacker möchte doch noch dem Abstieg entgehen und Rapid wieder muss versuchen, den Anschluss an Salzburg zu wahren. Kurt Gager, der Trainer von Admira Wacker, hat übrigens noch unter seinem Kontrahenten, unter Ernst Dokubil, bei Rapid gespielt. Nämlich ein halbes Jahr und Dokubil, der hat ja auch Admira Vergangenheit. Die Südstadt hat so gut besucht wie selten, 8500 Zuschauer. Die Bundesliga-Schulaktion macht's möglich. Rapid macht von Beginn an Druck. Hier ein Foul von Bubermann an René Wagner im Strafraum. Und das müsste eigentlich Elfmeter geben. Bubermann legt Wagner, aber Schiedsrichter Schüttengruber lässt weiterspielen. Wenig später erneut ein Foul von Bubermann an Wagner. Hier gibt es die gelbe Karte für den Holländer. Bubermann also der Wachhund von René Wagner. Noch 2 weitere Admira-Spieler bekamen von Trainer Kurt Gager Spezialaufgaben. Suchert soll Stöger bewachen. Panis ist auf Kühlbauer angesetzt. Und jetzt bitte heißt's gut zuhören. Haben Sie das gehört? Da platzt der Ball. Später übrigens noch ein zweites Mal. Da dürfte eine Fuhre Montagsbälle erwischt worden sein. Kühlbauer, der Ex-Admiraner, verliert den Ball. Schöner Pass auf Rosenegger. Halb Schuss, halb Pass, voll daneben gegangen. Bei Admira ist Wimmer gesperrt, bei Rapid Schöttl. Für ihn kam nach längerer Pause Mandreco wieder in die Mannschaft. Allerdings in der nächsten Runde wird er wieder pausieren. Nach diesem Foul an Thomas Weißenberger bekommt Mandreco die gelbe Karte. Insgesamt die 4. gelbe Karte in der laufenden Meisterschaft. Deshalb Sperre für Sergei Mandreco. Ernst Aigner. Pass in die Mitte. Rosenegger! Ein wuchtiger Schuss, aber gut herausgelaufen von Torhüter Michael Konsel.
Bühlbauer. Stöger. Stöger auf Herauf. Und auch hier läuft der Torhüter gut heraus. Kreisel, der Ersatztorhüter für den verletzten Gruber. Hier der Schuss von Herauf. Dann noch mit einem Halbwolle René Wagen. Admira Wacker, die schlechteste Frühjahrsmannschaft, in den 7 Runden nur 4 Punkte geholt. Aber auch Rapid steht, wie wir gehört haben, unter Druck. In den letzten 5 Runden gab es nur einen Sieg für die Hütteldorfer. Thomas Weißenberger ganz alleine auf das Tor von Michael Konsel. Und schauen Sie, was er macht. Den Ball viel zu weit vorgelegt. Eine Riesenmöglichkeit für Admira Wacker. Ich möchte wissen, wem er hier applaudiert. Der Thomas Weißenberger weiterhin 0:0. Wieder ein Foul von Bubermann an René Wagner. Das hatten wir schon. Und er hat schon gelb. Auf Rot kann die Ampel leicht springen, wenn er so weitermacht, der Holländer Wim Bubermann. Strömender Regen, immer wieder starke Windböen auch in der Südstadt. Kugi. Schon zu kurz. Aber der Ball ist noch heiß. Wagner. Wieder zu kurz. Gut herausgelaufen von Kreisel. Stöger. Das Tor wäre leer. Kreisel ist draußen. Da kommt Didi Kühlbauer. Und das ist das 1:0 für Rapid in der 29. Spielminute. Didi Kühlbauer mit seinem 10. Saisontor. Zunächst noch scheitert Wagner an Torhüter Kreisel. Kreisel läuft noch weiter hinaus. Gugi, der Ball kommt zur Mitte zu Peter Stöger. Stöger mit einer unfreiwilligen Auflage auf Kühlbauer und der zieht voll ab. 1:0 in der 29. Spielminute. Durch die Beine von Suchard. Und Kreisel, der zurückeilt ins Tor, kann den Ball zwar noch berühren, aber schlägt sich dann den Ball selbst ins Netz. 1:0 für Rapid. Rapid kommt jetzt immer besser ins Spiel. Prosenik auf Stöger. Stöger, herrlicher Doppelpass, wieder auf Prosenik. Und erneut ist es Kreisel, der sich auszeichnen kann beim Hinauslaufen. Chancen also, hüben und drüben. Gute Spielhälfte, die ersten 45 Minuten in der Südstadt. Fehler von Leschiak. Panis, Flanke. Und das ist der Ausgleich in der 45. Spielminute. Das 1:1. Manfred Rosenegger per Kopf, der Schütze vom Dienst bei den Blau-Gelben. Ganz allein und verlassen steht er im Strafraum. Sträflich vernachlässigt von der Rapid-Abwehr. Außenstand 1:1. In der Pause dann ein Spiel für die Kleinen. Das kennen wir alle. Memory, der Name. Und Merke, ein Schiedsrichter, hat 2 Assistenten. Der Hinweis auf diese Weisheit wird sich gleich nach Spielbeginn als bedeutsam erweisen. Stöger. Zunächst ein Fehlpass, aber Stöger kämpft sich nochmals den Ball. Überläuft Ernst Aigner, Schuss. Der Ball wird abgefälscht. Und ist der Ball hinter der Linie? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Tor oder nicht Tor? Und schauen Sie auf den Schiedsrichter, der ist sich zunächst unschlüssig, geht nachfragen zum Linienrichter und entscheidet dann auf Tor. Das Ganze in der 48. Spielminute, schauen wir uns das in der Zeitlupe dann an. Das 2:1 für Rapid, natürlich heftige Proteste der SCN-Spieler, der Ball sei nicht mit vollem Umfang hinter der Torlinie gewesen. Aber der Linienrichter und auch Schiedsrichter Schüttengruber bleiben bei der Entscheidung. Das 2:1 für Rapid. Hier der Schuss von Stöger, abgefälscht von Ernst Aigner. Und dann der Rettungsversuch von Bubermann. Und hier schaut es schon danach aus, als wäre der Ball hinter der Linie gewesen. Also korrekte Entscheidung. Kreisel machtlos bei diesem abgefälschten Ball. Bubermann schlägt zwar den Ball aus dem Tor, allerdings
Der Ball hinter der Torlinie. Bin schon neugierig auf die Reaktionen, auf die Interviews dann nach dem Spiel. Das Spiel ist dann in der Folge ein bisschen abgeflaut. Hier ein Foul von Thomas Weißenberger an Leschiak. Und der Rapid-Verteidiger scheidet verletzt aus. Für ihn kommt Patrick Jovanovic. Aber auch Admira wechselt. Ilarionov nach seiner Herzmuskelentzündung noch nicht ganz hundertprozentig fit. Kommt für Hoffmann und wie gesagt Jovanovic für Leschiak. Das ist gleich Ilarionov. Foul von Ivanov an Sukhat. Jawohl, ganz klar. Freistoß für Admira. Und auch ganz klar, wer diesen Freistoß treten wird. Nach Bekovas. Gefährlich abgefälscht, dieser Ball von Trifon Ivanov. Zur Ecke, die dann aber nichts einbringt. Weiterhin 2:1 für Rapid. Kübauer. Admiraner mit einem guten Spiel. Auf Stöger. Stöger. Brosenik. Eine herrliche Aktion der Kreativabteilung von Rapid. Mit dem Ferschall auf Brosenik. Aber einmal mehr gut herausgelaufen auch der Admira-Torhüter Kreisel. Wieder Kübauer auf Penxer. Penxer kam für Mandreko ins Spiel. Flanke auf Wagner mit der Riesenmöglichkeit auf das 3:1 in der letzten Spielminute. Beide Tore hat Wagner im Herbst in der Südstadt beim 2:0 für Rapid erzielt. Diesmal geht er leer aus, aber 2:1 der Endstand für Rapid. Ein sogenannter Pflichtsieg für die Hütteldorfer. Für die Niederösterreicher schaut es hingegen düster aus. In den nächsten Runden warten zweimal Sturm und Salzburg. Ja, also der erste Auswärtssieg für Rapid nach zwei Auswärtsniederlagen. Der SC Admira Wacker, der wird sich wahrscheinlich darauf einstellen müssen, gegen den FC Linz zu kämpfen, wer in die Relegation kommt und wer tatsächlich gleich absteigt. Bei den Interviews, da ging es natürlich nur um eine Frage. War dieser Siegestreffer von Peter Stöger wirklich ein Tor oder war es gar kein Tor? Ja, war sicher einen halben Meter hinten, also war eine ganz klare Entscheidung. Ja. Was sagt Bubermann dazu? Ja, wenn ich ehrlich bin, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen hinter der Linie. Aber es war ein Tor. Es war ein Tor? Ja. Der Schiedsrichter wollte zunächst weiterspielen lassen. Ja. Glaube ich auch, aber ja, die Linie richtet nicht. So, ein Tor. Sie sind so ein fairer Sportsmann und geben das zu? Nein, ich gebe das zu. Ich habe alles versucht und ja, ich war auf der Linie. Es geht sehr schnell. Ich glaube, dass es ein Tor war. Aber ja, wenn die Schiedsrichter das nicht sehen, dann muss ich weiterspielen. Aber die Linienrichter hat es gesehen. Es geht für mich zu schnell, um es gut zu sehen. So, ich muss auch noch am Fernsehen das alles zuschauen. Ich habe auf Zeichen meines Linienrichters auf Tor entschieden. Musste natürlich zuerst sein Zeichen verifizieren und aber die Anzeige kam für ihn ganz klar gültiges Tor. Solche Entscheidungen kann man nur dann treffen, wenn man zweifelsfrei ist und wenn man sicher ist. Und ich war eigentlich im Moment überrascht, dass das Spiel dann noch weitergelaufen ist. So ist ein bisschen Konfusion herausgekommen. Aber ich aus meiner Position her war der Ball klar hinter.